Leute, was geht? Ich hoffe, es geht einen guten Tisch, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für das Comeback von Duckabee. Das Ganze heißt I Need Love. Ja, geschrieben wird die Gruppe DKB. Dementsprechend dachte ich, sie heißen DKB. Aber nein, die Koreaner sprechen es tatsächlich Duckabee aus. Macht mich fertig. Ich werde wahrscheinlich in der Pronunciation schwanken zwischen den beiden, je nachdem, mit was ich mich besser fühle. Ja, ihr wisst noch nichts über meine Liebe für die Jungs. Die sind relativ neu in meinem Raster und ich bin auch sehr, sehr happy, dass sie dann so schnell für mich gecomebackt sind. Also logischerweise nicht nur für mich, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das Ganze hat 4 reguläre Lieder und ein Outro. Das heißt, ich hoffe, dass dieses Video ein bisschen kürzer wird. Und ich wollte kurz mit euch über meine Energielosigkeit reden. Vielleicht ist es noch nicht aufgefallen, aber ich bin tatsächlich die Müdigkeit. Die Müdigkeit. Aber ich hatte die Entscheidung, entweder ich drehe heute und muss morgen nicht, oder ich drehe heute nicht und ich muss morgen. Nun sind wir heute auf einem Geburtstag gewesen und wir sind morgen wieder auf einem. Von daher, das Leben, es ist ein bisschen gegen mich. Aber gut, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich heute drehe. Vielleicht drehe ich heute alle Videos, die ich drehen müsste. Das sind aber 4 Stück. Es sind 4 Stück. Habe ich es in mir? Versprechen tue ich nichts. Ja, wie gesagt, heute geht es um Duckabee. Der Hund. Das Comeback war am 14. Heute ist der 16. Das heißt, heute ist der Tag, an dem ATs comebackt. Und am 13. war das Comeback von The Voice. Auch darauf muss ich noch reagieren. Das sind die Videos, die ich tatsächlich heute noch filmen müsste, grundsätzlich. Weil ich in der Woche jetzt erstmal keine Zeit habe. Naja, egal. Ja, damit das Video nicht zu lang wird, würde ich sagen, starten wir direkt in den Title Track I Need Love. Ich habe Erwartungen. Ich glaube, sie werden mir gefallen. Ich meine, ich kenne von den Jungs 2 Lieder vielleicht. Aber ich habe hohe Erwartungen, weil das eine self-produced Gruppe ist. Und davon gibt es ja momentan so 4. Generation nicht so viele, zumindest nicht so viele, von denen ich weiß. Aber die, die self-produced sind, haben einen ganz herausstechenden Sound von allen anderen Gruppen. Natürlich Stray Kids, ATs, ihr wisst es. Ja, und Duckabee ist ebenfalls self-produced. Von daher, das Einzige, was ich erwarte, ist Musik, die man vielleicht bei anderen Gruppen nicht so sehen würde. Das finde ich mega. Wir haben weiterhin keine Kopfhörer, weil ich es nicht in mir habe, das jetzt zu klären. Haben wir nicht in mir. Von daher würde ich sagen, tue ich uns den Screen hier hinstellen. Und dann legen wir direkt mit Annie Love los. Bis gleich. Okay, also viel haben wir natürlich noch nicht gesehen, aber Videoqualität schockiert mich gerade hochgradig. Also ich kenne keine Musikvideos von den Jungs, aber ich hatte das Gefühl, dass die Company, aus der sie sind, relativ klein ist. Also es war ja Brave Entertainment und ich glaube, aus dieser Gruppe ist auch, also aus dieser Company ist, glaube ich, Brave Girls, also Rolling, 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 you know? Ich glaube, das ist das. Aber ich dachte, das ist eine kleinere Company. Aber das Musikvideo bisher sieht's mega aus. Also ich find's super, super schön. Zum Lied kann ich noch nicht sagen, wir haben literally erst 20 Sekunden gehört. Aber vom Video bin ich jetzt schon begeistert. Okay, also bisher gefällt es mir. Ich finde, Loon sieht so jung aus. Und er ist ja nicht mal der Magne. Aber ich finde Loon, oh mein Gott. Erstmal ist er wunderschön. Er erinnert mich ein bisschen an Hyunjin von Stray Kids. So vom Aussehen her. Ich finde ihn wunderschön. Und er sah so jung aus. Theos Stimme habe ich vorher ja auch noch. Ach so, ich wollte euch noch sagen, wie ich überhaupt auf Duckabee gekommen bin, Freunde. Ich bin auf die gekommen durch Peak Time. Ich habe Peak Time geguckt. Mega Sendung, guckt sie euch an, wer sie noch nicht gesehen hat. Und da fand ich die Jungs super sympathisch. Und weil ich schon 5 Leute oder so in mir rausgepickt hatte und ich schon wusste, wie die heißen und deren Gesichter fehlten, dann halt nur noch 4, weil die Gruppe besteht aus 9 Leuten. Deswegen habe ich sie als nächstes gelernt. Also so sind sie überhaupt in mein Leben getreten. Theos Stimme fand ich gerade super schön. D1 am Anfang fand ich gut. Ich dachte, der wäre ein Rapper. Anscheinend nicht. Oder war, nee, ich glaube, D1 war so ein starker Tänzer und Ichan ist, glaube ich, der Rapper. Ich bin mir unsicher, werden wir ja gleich sehen. Aber Theos Stimme gefällt mir ja auch sehr, sehr gut. Bisher Begeisterung. Ja.
Also ihr müsst wissen, Punkt 1, Yuku, ich liebe ihn. Also einen Bias habe ich in der Gruppe noch nicht, aber Yuku, ich liebe ihn. Schön, ihn gesehen zu haben. Das Video finde ich wunderschön. Ist es nicht der Ort, wo Stray Kids eine Performance hatte, wo Lino so Angst hatte, runterzugucken? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber den Ort, wo das Video gedreht wurde, den kenne ich auf jeden Fall. Zum Lied, ich mag es. Ich finde, es klingt weniger self-produced, als ich erwartet hätte, aber es hat schon was Eigenes, würde ich sagen. Ich habe einfach nur mit sowas gerechnet wie Sorry Mama, Björn, Oma, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich glaube, deren Debütlied hieß irgendwie Sorry Mama. Und das ist halt sehr out of the box und ich habe halt in diese Vene mit was gerechnet. Aber das hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, Junso, den finde ich normalerweise, es tut mir leid, er ist nicht mein Typ. I don't find him pretty. Aber mit den helleren dunklen Haaren, Leute. Hellere braune Haare, oh mein Gott, er sah so hübsch aus. Amazing. I need the love. You. Show me your love. Yeah, all in my face, your love. 부꺼진 어둠에 내 마음에 자리 잡은 지독하니 무란 감히 내 잡아끌려 해. 네가 엎은 게 늘 속에 숨고 싶게 해. I know. 이미 그비가 버린 세상을 나 깨고 나와. Okay, also ich bleib dabei, ich finde das Video so schön, ich finde die Kameraqualität ist irgendwie so gut. Ich glaube, ich präferiere GK's Rap zu E-Chan. Es nervt mich so hart, dass es einen E-Chan und einen He-Chan gibt, weil es verwirrt mich. Aber ja, also ich glaube, ich mag GK's. DKs, I don't know, Rap mehr als den von E-Chan, aber ich mag beide auf jeden Fall. Ich finde, das sieht richtig gut. Also ist es was, was im Ohr hängen bleibt? Nein. Sobald ich auf Pause drücke, habe ich irgendwie die Melodie verloren. Aber während des Laufs gefällt es mir sehr gut. Ich glaube, das ist einfach ein Lied, das ich öfter hören muss, damit es sich einbrennt. Ja, aber grundsätzlich, ich bin sehr, sehr positiv damit. Sehr, sehr positiv. I go, 후회 좀 작은서 걸림을 잊지 못해 왜 말랐던 내 맘에 피어난 꿈 우린 누구의 sieht so anders aus mit den ganz dunklen Haaren, die etwas länger sind. Ich finde, er sieht komplett anders aus als normalerweise. Aber sehr gut, steht ihm sehr, sehr gut. Was ich so ein bisschen kritisiere, ist, dass wir stimmlich zumindest von dem, was ich gesehen habe, von Yuku nichts gehört haben und auch von Junso. Ich hoffe, dass das nicht etwas ist, was sich durch das ganze Ding zieht. Wie gesagt, das ist das erste Comeback, was ich mit ihnen mitmache. Von daher weiß ich nicht, wer weniger Lines bekommt. Ich meine, Yuku ist der japanische Member und ihr kennt es. Ihr kennt es, es passiert gerne mal, dass die keine Lines bekommen. Aber, ja, also das fände ich doof, wenn wir die gar nicht hören würden. Aber es ist ja auch nur ein Video, was wir bisher gesehen haben. Und vielleicht haben sie textliche Teile gehabt, die ich einfach nicht mitbekommen habe. Aber das ist so das Einzige, was ich momentan kritisieren muss. Und ich finde, die Jungs sehen alles so gut aus. Wow, visually eine sehr starke Gruppe. Okay, also für das erste Lied, was ich außer Sorry Mama von Ihnen höre, bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Also, wie gesagt, ich habe ja mit etwas gerechnet, was man in nicht self-produceden Gruppen weniger findet. Ne? Also, wenn man jetzt Sachen nimmt, wie, weiß ich nicht, Tempest, Mireille, Gravity, all diese Gruppen, die ich ja auch liebe,
Die klingen ähnlich. Du könntest einen Cavity-Song einfach an Tempest weitergeben und man würde jetzt nicht krass merken, dass da Gruppen vertauscht wurden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass das bei Self-Reduced-Gruppen nicht funktioniert, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass Self-Reduced-Gruppen sehr viel mehr Recognition bekommen, was vielleicht auch so gehört, weil die, ich meine, die stecken nicht mehr Arbeit. Ja, schon eigentlich, ne? Ich meine, die anderen arbeiten genauso hart, aber da ist halt nochmal so ein größeres Level an Arbeit drin. Was meint ihr, warum BTS, 17, Stray Kids, ATEEZ so hoch gelobt werden? Weil sie ihre Sachen selber machen. Die haben ihre eigene Farbe. Und dasselbe habe ich mir halt hier erhofft. Wie gesagt, es ist nicht ganz out of the box, wo du dir denkst, okay, in Gravity könnte das nicht singen. Aber ich finde schon, es hatte was bisschen Besonderes. Also grundsätzlich, ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Lied, das wir gehört haben. Und vielleicht wird dieser noch besonderer im Laufe des Albums. So, als nächstes hören wir More Than 100 Reasons. Ja, let's go. My friends ask me why, which is the only one. This is almost so nice. Looking for the other one. 네 매력을 모르는 애들 봐봐. 이제 신경 안 써서 내가 느낀 대로 네 주위만 풀지. By the way, wundert euch nicht, dass dieses Video anders aussieht als die, die wir uns normalerweise angucken, aber das war die einzige Lyrics-Version, die ich gefunden habe. Die anderen Videos sind, glaube ich, auch von demselben Kanal, das heißt, die werden alle so aussehen. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Freut mich, dass wir jetzt schon Yunso hören, oder ist das Harry June? Ah, das ist Harry June, Freund, ich kann ja gar nicht sehen. Okay, dann nehme ich zurück, dass ich mich freue, Yunso gehört zu haben, weil wir haben ihn nicht gehört. Das Lied an sich gefällt mir bisher, aber umhauen tut es mich nicht. 너를 통해 본 세상 혼자일 때보다 훨씬 더 예뻤어 너와 함께 하고파 자석처럼 붙어 떨지지 않고 keep loving More than 100 reasons got to be you More than 100 reasons got to be you. Kurz, habt ihr auch so ein Problem damit zu erkennen, welches Bild in Farbe ist oben? Weil die Bilder generell, selbst wenn sie Farbe haben, nicht so saturated sind? Oder bin ich das? Sind das meine müden Augen? Das kann nämlich sein. Aber mir fällt es schwer zu erkennen, wer singt jetzt gerade. Ich meine, klar, die Farben helfen, aber ihr wisst, was ich meine. Das Lied, ich mag auf jeden Fall I Need Love mehr. Schlecht ist das ja auf keinen Fall, aber meh. There's no stopping, 내 손을 잡고 go. You got me feeling so nice, so 너만이 오직 너만의 girl, 여진 사랑할 수 있어. Love you가 어제보다 좀 더 많이 널 사랑. Boah, ich finde Yuko klingt hier richtig gut. Die Stimmlage gefällt mir super gut und ich kann jetzt logischerweise auch meine Kritik aus dem letzten Lied wegnehmen. Sowohl Yunso als auch Yuko hatten jetzt schon Parts, von daher, okay, gut, es scheint so ein Ding zu sein, dass halt, okay, in manchen Liedern werden die mehr Parts bekommen und in anderen Liedern andere Leute. Also das finde ich absolut in Ordnung, absolut fair. Aber Yuko müssen wir uns hier nochmal anhören, weil ich fand seine Stimme klang gerade sehr, sehr gut. Loon gefällt mir auch. Ich muss noch ein bisschen mehr von Hee-chan hören, um zu erkennen, ob ich den gut finde. Dasselbe gilt für Hedi Jun. Bei den anderen habe ich schon das Gefühl, dass sie mir sehr gut gefallen. Love you가 어제보다 좀 더 많이 널 사랑해 I got more than 100 reasons gonna be you It's gotta be you yeah. 다시 읊어볼게 무조건 너만 되는 이유 공허한 나를 치유 천사를 너의 비유 날 녹이는 웃음 you know that's my destiny goosebumps 내가 끝도 없이 매료되는 이유 뭘 통해 볼 수 Ich muss auch sagen, dass mir der Text tatsächlich gut gefällt. Also der ist jetzt natürlich nichts over the top, absolut Neues, ne? Nö, aber ich finde ihn sehr gut und ich glaube halt auch, dass der selbst geschrieben ist. Ich glaube, die machen also das Producing von den Liedern selbst. Ich glaube, sie schreiben sie selbst und die Choreos machen sie auf jeden Fall selbst. Also das weiß ich. Ich weiß nicht, ob für alle Lieder, aber ich glaube schon, dass für die meisten Lieder machen die das. Von daher, ich liebe es, dass wir halt sofort deren Essenz sehen, weil alles, was wir sehen, zumindest meinem Wissensstand nach,
Wissensstand nach, aus deren Feder kommt, wisst ihr? Also das gefällt mir super, super, super gut und das gibt mir von Natur aus direkt schon Pluspunkte für die Jungs. Also egal, ob mir die Lieder jetzt gefallen oder nicht, ich sehe, okay, das ist deren Identität und das finde ich super. By the way, was ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass mir GK, ich sag jetzt mal GK, weil GK ist irgendwie auch, ich meine, ich werde mal wechseln, aber sein Rap gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also, ist er jetzt mein absoluter neuer Favorite Rapper? Nein. Aber er gefällt mir sehr viel besser, als ich gedacht hatte. Und ich glaube, wenn ich mir mehr von ihm anhöre, hat er auf jeden Fall Potenzial, in meinen Favorites zu landen. Also mir gefällt die Art und Weise, wie er rappt, sehr, sehr gut. Und auch besser als die von Ichan. Muss ich sagen, wie es ist. Ich weiß natürlich auch, dass es Junsos großer Wunsch ist, so als einer der besten Sänger bekannt zu sein. Hat er in ein paar Videos gesagt. Und also der beste Sänger, den sehe ich jetzt in ihm nicht, aber ich fand seine Stimme jetzt auch sehr schön. Ich finde, er hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Theo gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also ein bisschen wenig Heechan in dem Lied, aber das werde ich jetzt, dasselbe gilt für Echan. Das werde ich aber nicht kritisieren, weil ich schon fand, dass sie relativ, geht so präsent waren in dem anderen Lied. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es wirklich relativ faire Partverteilung ist, wenn man sich deren komplette Diskografie anguckt. Von daher werde ich das jetzt nicht kritisieren. Ja, also das Einzige, was ich aktiv an dem Lied kritisieren würde, ist halt dieses More Than 100 Reasons Gotta Be You. Der Teil ist jetzt nicht absolut mein Favorite, aber das Lied ist nice. Also ich präferiere weiterhin I Need Love, ganz klar. Aber das kann man sich absolut anhören. Und ich glaube, auch wenn ich es öfter höre, wird es mir besser gefallen. Ich finde Yuku sehr begeisterungswürdig in dem Lied. Ich finde seine Stimme sehr, sehr schön. Ja, ich bin sehr begeistert. I'm a sunflower that only looks at you. Das ist sehr süß. Also ich finde, das Lied hat textlich ein paar Momente, die sehr, sehr süß sind. Doch, hat mir gefallen. Wie gesagt, ich bleib dabei. I Need Love gefällt mir mehr. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Auch immer noch. Also von den 5 Liedern und davon ist ja eins ein Outro. Das heißt, basically haben wir jetzt die Hälfte des Albums hinter uns. Und ich bin sehr zufrieden. Ich bin so happy. Ich wäre so traurig gewesen, wenn mir deren erstes Comeback nicht gefallen hätte. Weil ich verbinde schon noch immer so eine besondere Attachment zu dem ersten Comeback, was ich mit einer Gruppe miterlebe. Ich glaube, ich weiß auch bei allen Gruppen bisher, welches mein erstes Comeback mit ihnen war. Und ja, ich bin da sehr happy mit. Also sehr, sehr glücklich bin ich damit. Ja, absolut. Yay. Okay, dann das nächste Lied ist Feeling. Nein, noch nicht starten, bitte. Ich bin gespannt. Was würde ich mir wünschen? Bisschen mehr Theo. Bisschen mehr Heechan. Bisschen Harry June. Und vielleicht auch Day One. So, von denen würde ich gerne noch was hören. Ich glaube, wir haben auch gleich noch einen Unit-Song. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, also, let's go. Ich
지금 연락 기다리는데 이게 뭔데 아니 왜 이러는데 슬픈 발라드만 틀고 뭐하는 건데. Okay, bisher gefällt es mir. Ich bin nicht begeistert, aber das war ich ja bei More Than 100 Reasons auch nicht. Ich finde das okay. Ich fand den Anfang jetzt... Ich habe mich gefreut, dass wir Theo gehört haben, weil das war ja mein Wunsch. Aber ich fand... ich weiß nicht, ob das der Laptop war oder das Lied. Ich konnte seine Stimme jetzt nicht klar vernehmen. Von daher hat mir das jetzt nicht alles gegeben, was ich mir erhofft hätte. Aber das Lied ist bisher okay. Tell me what you need in 너의 맞춤 playlist. 골라 모든 flavor 어떤 candy. Tell me what you need in 너의 맞춤 playlist. 골라 모든 flavor 어떤 candy. Okay, da wir jetzt beide Rapper nacheinander gehört haben, also GK und Ichan, kann ich ganz klar sagen, mir gefällt GK besser. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mir seine Stimmlage einfach besser gefällt oder daran, dass er vielleicht einfach ein besserer Rapper ist. Das kann ich nicht so beurteilen, weil ich da nicht so im Game drin bin. Es kann aber auch sein, dass die Lieder und der Flow einfach besser zu dem passen, was GK normalerweise macht. Und wenn ich mir andere Lieder aus deren Diskografie angucke, dass ich dann Ichan präferiere. Aber so vom ganzen Flow, von der Stimmlage und alles gefällt mir GK auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Nicht, dass Ichan schlecht ist. Wir haben jetzt keine Lido-Situation, wo ich mich die ganze Zeit darüber aufrege. Aber ja doch, ich höre lieber GK zu. Ich bin einfach so glücklich, dass wir mal eine Gruppe gefunden haben, wo der japanische Member nicht einfach kompletterweise ignoriert wird. Wisst ihr, also ich meine, ich habe jetzt vor kurzem erst auf P1 Harmony All In, glaube ich, reagiert. Und da war ja Seoul wieder praktisch non-existent. Ne? Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, eine Gruppe gefunden zu haben, wo es scheint, dass jeder gleich viel Screentime bekommt. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es mir einfach für Seoul immer leid tut. Klar kann auch sein, dass er das freiwillig macht, aber es stört mich halt einfach immer immens. Und auch zu sehen, wie schön Yukos Stimme ist. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, sie gefällt mir am zweitmeisten. Ich glaube, ich mag Theos Stimme mehr. Unsicher bin ich mir, aber sie gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und ich freue mich, ihn so oft zu hören. Ich meine, Baby Girl, es tut mir leid. Da bin ich bei 365 Days oder so. Are you lost, Baby Girl? Es tut mir leid. Ich habe den Film nicht mal gesehen, aber der Satz, er verfolgt mich. Er verfolgt mich, ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber other than that fand ich den Teil jetzt wieder sehr, sehr schön, auch textlich. Und ich habe, es ist ja oft so, dass die Rapper zumindest ihren Teil selbst schreiben. Und das sehe ich hier schon. Also ich glaube, dass das so ist. Wie gesagt, ich glaube ja, dass die alle Lieder selbst schreiben. Oder zumindest den größten Teil. Und ich weiß nicht, mir kommt GK oder GK einfach sehr authentisch rüber. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich mir das auch einfach nur ein, aber so kommt er für mich rüber und ich mochte den Text gerade auch wieder sehr gern. Ich glaube, von Theo müsste ich mal so eine Ballade oder sowas hören, um genau erkennen zu können, was seine Stimme drauf hat und was nicht. Weil immer, wenn er drankommt, mag ich seine Stimme gern, aber ich kann nicht so pinpointen, okay, liebe ich sie?
Oder gehe ich einfach nur davon aus, dass sie sehr gut ist, weil er der Main Vocalist ist? Wisst ihr, was ich meine? Also von daher, eine richtig krasse Ballade würde ich von ihm gerne mal hören. Mal gucken, ob wir das in deren Diskografie irgendwann mal finden. Nice. Also nachdem wir jetzt drei Lieder gehört haben, habe ich schon das Gefühl, dass der vielleicht kontinuierlich am wenigsten Lines bekommt, vielleicht Hee-chan ist. Aber weiß ich nicht. Wenn das so wäre, würde es mich auf jeden Fall stark überraschen, weil ich schon finde, dass Hee-chan eine sehr offene Persönlichkeit hat irgendwie. Also wenn ich Videos von denen sehe, finde ich, ist Hee-chan immer sehr auffällig, sagen wir mal so. Und das überrascht mich dann immer, wenn diese Charaktere dann halt keine, also nicht so viele Lines bekommen. Aber hey, kann jeder machen, wer möchte. Ja, ein Unit-Song, ich kann es kaum erwarten, von den Rappern. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst es, ich bin auf meinem Rap-Journey. Okay, das Lied heißt One-on-One. Ich hätte mir was von Theo gewünscht, einfach weil ich seine Stimme genauer hören möchte. Aber mit den Rappern bin ich auch absoluterweise zufrieden. Wie süß möchte Echan hier aussehen? Wie süß will er aussehen? Echan so, ja, lieben wir. Okay, dann hören wir uns das Ganze an. Ich hoffe, auch das begeistert mich. Ja. Daddy-do, checky go, low drop now. Oh, do me the jitter-jiggy, Johnny, bring light. The family morning must be used to watch the catch. Yeah, 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 this is one on one. Drinking no caffeine, Jack Tongue, bam, till make a fire. 안 될 거란 생각이 나네 playing in mind 내 나의 타로 종일 playing my 베개 위에 베리 나랑 뭐지와 하는 말 like a ist okay bisher. Also ich bleib dabei, ich mag GK, aber so vom Lied her, weiß ich nicht, ich habe auch immer das Gefühl, wenn die beiden, also wenn ein Rapper in der Gruppe so einen Unit-Song machen, dass der dann öfters mal so in so eine aggressive Richtung geht und das gefällt mir halt meistens sehr gut und das ist mehr so laid back, was auch mir gefallen kann, aber ich habe halt mit was anderem gerechnet. Freut mich aber, dass ich die jetzt nochmal direkt in dem ganzen Lied vergleichen kann. Sehr, sehr nice. Abschließend zu GKs Part. Ich meine, er wird wahrscheinlich nochmal auftauchen, aber jetzt, wo sein aktiver Part zu Ende zu sein scheint, kurz meine Meinung. Mag ich, aber jetzt immer noch nicht neuer Favorite-Rapper-Status oder so. Wie gesagt, kann er noch werden, aber das Lied ist mir zu gechillt, zu laid back, als dass ich sagen kann, okay, sein Rap ist absolut amazing. Ich weiß, schnelles Rappen bedeutet nicht unbedingt, dass du der beste Rapper bist, aber es ist halt nun mal cool zu sehen, wie schnell jemand rappen kann und wie aggressiv. Und ich finde schon, dass er sich in den meisten Liedern, die wir bisher gehört haben, relativ ähnlich angehört hat. Also ich mag die Art und Weise, wie er rappt. Aber so, was er alles drauf hat, so Veränderungen in seinem Rap, habe ich halt noch nicht gesehen. Deswegen kann ich ihn jetzt noch nicht so in meine Favorites hervorheben. Also so Richtung P1 Harmonies Rapper oder auch Suno von The Boys. So in die Richtung kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ja, doch, gefällt mir gut. Ich bin auf Echan gespannt. Ich glaube, was ich mag oder nicht mag, je nachdem, wie man es auffassen möchte, ich finde, GK ist deutlicher in seiner Stimme. Wohingegen Echan so ein bisschen so murmelt, so ein bisschen. Das machen Leute wie, ich glaube, B.I., Taeyong und so. Also, die klingen
ich will nicht sagen, Echan klingt wie die anderen Jungs, macht er nicht, er hat schon so seine eigene Stimmfarbe, aber ich finde, er geht in so eine ähnliche Richtung, wisst ihr, also dass die halt, als würde deren Mund eher geschlossen bleiben beim Rappen, wisst ihr, ich hoffe, das macht Sinn, ja, und ich glaube, dass er mir dann halt im Vergleich zu GK weniger gut gefällt, weil GK mir offener vorkommt, wohingegen ich Taeyong, B.I. und so sehr, sehr mag in ihrem Rap, aber die vergleiche ich auch nicht mit anderen direkt. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Oh, mein Handy ist gefallen. Schön wäre es, wenn das Sinn machen würde. Too much funny how I forget to let on a breaker. 많은 사람이 들었으면 그날의 시험 지나도 믿을 걸게. Oder es ist, dass er generell mehr gesanglich rüberkommt als Rap. Also zumindest in dem Teil hatte ich das Gefühl, das war ja mehr Gesang als Rap. Oder bin ich schon wieder komisch drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also jetzt in dem Teil hat er mir gut gefallen, aber ich würde es jetzt nicht als Rap bezeichnen. Hoffe, das macht Sinn. Das Lied ist okay, aber es ist von denen, die wir gehört haben, auf jeden Fall, dass es mir am wenigsten gibt. Yeah, this is 101. Nur kurz abschließend, ich fand Echans Rap-Teil, also der, das Ende, gar nicht schlecht. Fand ich jetzt tatsächlich gar nicht schlecht. Okay, also dafür, dass das ein Unit-Song war, finde ich schon, dass GK sehr viel mehr Zeit und Platz beansprucht hat als Echan. Finde ich komisch, weil er, also Echan ist ja einer der Leader, von daher erwarte ich da immer so, dass die mehr Text bekommen irgendwie. War jetzt hier nicht der Fall, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich präferiere GK. Aber ja, das ist so das Lied, wo ich sage, meh. Also ich meine, kann man sich absolut anhören, aber besser als die anderen finde ich es nicht. So, und damit sind wir auch schon beim Outro. Das ist I Need Love Outro. Ich weiß nicht, ob das einfach nochmal I Need Love ist in kürzer, keine Ahnung. Dazu gab es leider keine Lyrics. Es kann also sein, dass es vielleicht wieder nur ein Instrumental ist. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Die Minute können wir uns ja wohl anhören. Ist ja jetzt auch egal. Let's go. Es scheint dann doch nur Melodie zu sein, ne? Hören wir uns die jetzt an. Ja, komm, ich höre mir die Minute an. Vielleicht stoppe ich auch irgendwann mal, falls ich noch was sagen möchte. Aber wer sich dafür nicht interessiert, kann direkt in mein Outro skippen. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass dieses ganze Konzept aus diesem Album hätte ich jetzt nicht unbedingt mit den Jungs in Verbindung gebracht, weil, wie gesagt, ich habe die Jungs ja aus Peak Time und da wirkten sie schon eher powerful auf mich. Deren erste Performance war The Real von ATEEZ und das haben die so gut gemacht. Generell, die haben mich so in ihren Bann gezogen, weil die halt in ihrem ersten Interview haben die angefangen zu weinen und haben halt gesagt, guck mal, wir sind zu derselben Zeit debütiert wie sehr, sehr viele andere Leute und die anderen sind karrieretechnisch so viel weiter als wir. Und wir wissen, wir haben Talent, wir wissen, wir sind gut und irgendwie schaffen wir es nicht. Und das tat mir so leid, weil man halt an deren ersten Performance gesehen hat, dass die gut sind. Also wer deren Cover von The Real nicht gesehen hat, guckt es euch an, die machen das mega, mega gut. Ja, deswegen weißt du direkt, oh mein Gott, ich muss wissen, was die Jungs machen. Und ich bin sehr verliebt in sie. Ich finde die sehr, sehr süß. Ich würde sagen, die letzten 30 Sekunden lasse ich einfach laufen. I need a love, I need a love.
reason why. Ja, da muss ich nichts zu sagen, ne? Ich würde sagen, also ich weiß gar nicht, warum das überhaupt in dem Album drin ist, aber gut, hätten wir auch überspringen können. Naja, ich tue den Screen weg und dann reden wir über das Album. So, Freunde, alles in allem absolut ein vollster Erfolg, würde ich sagen. Also, es ist jetzt kein neues, absolutes Lieblingslied dabei rausgekommen, aber alles in allem war das Album sehr, sehr gut. Also es war kein Lied dabei, wo ich sage, Müll. Gut, es waren jetzt auch nur 4, das Outro lasse ich logischerweise weg, weil wie soll ich das bewerten? Nee, also es war keins dabei, wo ich sage, nah. Das Einzige, was jetzt nicht so komplett mein Ding war, war halt One-on-One, aber auch das war nicht schlecht. Das war absolut gut. Nur halt nicht komplett mein Cup of Tea und halt auch einfach was anderes als das, mit dem ich gerechnet hatte. Von daher absolut in Ordnung. So, mein Ranking ist tatsächlich die Reihenfolge, in der wir die Lieder auch gehört haben. Also mein Favorite ist I Need Love, dann More Than 100 Reasons, dann Feeling und dann One on One. Also ja, okay, die Qualität, beziehungsweise nicht die Qualität, aber mein Geschmacksurteil ging bergab. Aber wie gesagt, es war kein Lied dabei, was mir nicht gut gefallen hat. Und ich bin sehr gespannt auf deren restliche Diskografie, weil ich habe ja schon gesagt, dieses Konzept hätte ich jetzt mit den Jungs nicht so in Verbindung gebracht. Und ich bin einfach gespannt, sie in anderen Konzepten zu sehen, weil ich kenne sie ja von Peak Time. Und da haben sie halt mehr so powervolle Sachen gemacht. Jetzt außer bei fucking Pina Cola Colada oder was. Ach, boah, das war so... Das war so schlecht, ey, das war einfach... Also deren Performance war gut, aber das Lied... Naja, ich bin also gespannt zu sehen, was sie sonst noch so gemacht haben und was sie sonst noch tun werden. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!